Der Herzinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in den Industrienationen. Allein in Deutschland ereignen sich jährlich 300.000 Infarkte, 57.000 davon enden tödlich. Es trifft Frauen wie Männer gleichermaßen und immer öfter auch junge Menschen. Was aber passiert bei einem Herzinfarkt? Beim Herzinfarkt passiert Folgendes. Akut wird ein Gefäß am Herzen, ein sogenanntes Herzkranzgefäß, verschlossen. Meist passiert das dadurch, dass bereits vorher gewisse Rauigkeiten in diesem Gefäß vorhanden waren, worauf sich Blutkörperchen der Gerinnung setzen, einen plötzlichen Blutkuchen und damit einen Verschluss des Gefäßes machen. Die Risikofaktoren sind Bluthochdruck, Nikotinkonsum, erhöhter Fettspiegel im Blut und übermäßiger Alkoholgenuss. Auch Diabetes, verstärkt durch Fehlernährung und Bewegungsmangel, erhöht das Risiko, an einem Herzinfarkt zu erkranken. Ältere Menschen sind besonders gefährdet. Die Symptome beim Herzinfarkt sind meist eindeutig. Die klassischen Anzeichen für einen Herzinfarkt sind ein hinter dem Brustbein befindliches Druckgefühl des Herzens, eventuell Atemnot. Die Schmerzen können in den linken Arm ausstrahlen. Es gibt aber auch andere Symptome wie Halsschmerzen, Schmerzen im Bauchraum, einfach nur Übelkeit, Schweißausbruch. Das alles können Zeichen eines Herzinfarktes sein. Bei akuten, plötzlich auftretenden Brustschmerzen heißt es also, sofort den Notarzt unter 112 anrufen. Jede Minute zählt. So, wie geht's? Ja, mir tut's hier weh. Es drückt und ich krieg nicht so viel Luft. Mhm. Strahlt irgendwo hin aus? Ja, so in den Arm ein bisschen hier. Und wie lange das Ganze schon? Seit einer halben Stunde. Hier sehe ich eine typische ST-Streckenhebung, ein Zeichen für einen akuten Herzinfarkt. Ich muss sie sofort ins Krankenhaus schicken mit dem Notarzt. Doch bevor es zu spät ist, lässt sich das Herzinfarktrisiko wesentlich minimieren. Denn auch hier heißt das Stichwort Vorsorge. Vorsorgeuntersuchungen sind auf alle Fälle sinnvoll, insbesondere wenn bekannte Risikofaktoren vorliegen, wie zum Beispiel ein zu hoher Blutdruck, eine Zuckerkrankheit, Herzinfarkte in der Familie. Da sollten relativ frühzeitig, möglicherweise schon ab dem 40. Lebensjahr, regelmäßige Herzuntersuchungen mittels EKG und Belastungs-EKG erfolgen. Selten erkennt aber der Patient den Infarkt selbst. Ein guter Arzt kann jedoch eine genaue Diagnose stellen und die Therapie einleiten. Nichts ist jedoch besser als eine gesunde, bewusste Lebensweise, denn die kann Leben retten, bevor es zu spät ist.